guten Morgen alle miteinander. Ein weiterer Gigglock auf meiner Seite. Wir sind hier im Triangel in Hausach, beziehungsweise noch sind wir vor dem Triangel in Hausach. Dort findet heute Abend eine Halloween-Party statt mit zwei Bands. Eine davon betreue ich schon seit längerem mit meinem technischen Sachverstand. Ja, wie ihr seht, habe ich Anhänger und Auto voll mit Material. Das bauen wir jetzt, ich und mein Bruder, zusammen auf. Ihr werdet uns ein bisschen begleiten dabei. Ab und zu gibt es mal wieder ein kleines Filmchen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. So, jetzt machen wir mal einen kurzen Gang durch die Location. Ich habe schon etwas aufgebaut. So, hier draußen. Foyer. Etwas Uplighting. Genaueres reden wir dann noch. Hier genauso. Den Gang entlang. Das Ganze wird in Rot und Orange sein. So eine Art Höllenpforteneingang soll das dann sein. Wir haben ja schließlich eine Halloween-Party hier. So, das ist die Location an sich. Wie ihr seht, ist das normalerweise ein Billardraum. Die Tische kommen nachher jetzt dann noch weg. Die werden dann hier hinten verstaut. Und eine Wand kommt drumherum und dann haben wir hier richtig schön viel Platz. So, das ist die Bühne. Wie ihr seht, ist ja auch schon etwas aufgebaut. Sieht noch etwas wild aus. Aber das kennt ihr ja bestimmt von euch. Das ist normal. So, hier hinten haben wir noch die Lichttruss. Wir müssen hier ein bisschen kleiner fahren, weil wie ihr seht, ist hier oben eine sehr niedrige Decke. Aber das bekommen wir hin. Ein paar Dekoartikel. So, ich mache da mal wieder ein bisschen weiter. Wir sehen uns später wieder. Ja, hier steht schon mal ein Teil des Materials, mit der wir dann diese Fassade hier etwas verschönern werden. Wir haben noch was Besonderes hier. Und zwar das. Einen roten Teppich. Das wird auch ein Deko-Effekt werden. Dieser rote Teppich wird hier die Treppe hochliegen, hier herein, durch die Tür, dann ein kleines Stück noch in den Veranstaltungsraum rein und dann noch hier nach hinten bis an den Holzboden. Ja, da werde ich mich jetzt ranmachen. Das braucht seine Zeit, zuschneiden und so weiter. Und dann so, der rote Teppich liegt. Das war doch ziemliche Arbeit. Diese Unterbrechungen hier sind wegen der Schiebetür und eben wegen dieser Tür, weil die läuft so knapp über den Boden, die würde nicht mehr aufgehen sonst. Aber ich denke mal, das kann man verschmerzen. So, jetzt liegt er eben da hintere. Bis einfach da hinten um die Ecke. Natürlich sieht noch alles noch ein bisschen besser aus, wenn hier beleuchtet ist. So, hier wird schon fleißig aufgeräumt und weggeräumt. Fleißigen Helfer. Ja, und im nächsten Clip wird dieser Raum hier leer sein und es wird alles fertig aufgebaut. So, also. So, wie ihr sehen könnt, läuft die Außenbeleuchtung für die Fassade. Ich habe als Grundfarbe ein Blau gewählt und für die Lichtsäulen ein schönes Rot. So, gehen wir mal kurz über die Straße, dann zeige ich euch kurz die Geräte. Hauptsächlich überfahren jetzt. So, für die Lichtsäulen sind es paar 64 kurz mit 500 Watt Raylights. Vier Stück an der Zahl. Für die Grundausleuchtung City Colors mit 150 Watt HQI Lampen mit RGB, nicht LED, sondern das ist wirklich HQI Lampen mit Farbfilterscheiben, die die Farben mischen. Und als kleines Extra haben wir hier noch einen aufblasbaren Kürbis von innen beleuchtet. So, im nächsten Clip
zeigen wir euch dann mal das Innenleben. So, es ist vollbracht. Steht alles, funktioniert alles. Soundcheck haben wir auch schon gemacht. So, jetzt machen wir kurz einen kleinen Lauf durch den Gang. So, jetzt machen wir einen kurzen Blick auf die Bühne. Alles ein bisschen dunkel, aber so muss das ja auch sein bei einer Halloween-Party. Ich tue jetzt gleich noch ein bisschen Licht programmieren. Ihr seht noch, auch noch nicht viel los. Aber das wird sich hoffentlich noch ändern. Wir haben ja noch 2 Stunden Zeit, bis es losgeht. Und dann gibt es ein paar Takes. Ja, ich habe ja noch ganz was vergessen. Meinen Arbeitsplatz. Das sieht ein bisschen aufwendiger aus, als es eigentlich ist. Gehen wir es mal kurz durch. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ein Behringer DDX 3216, voll digitales Pult. Ich weiß, Behringer, bla bla bla, aber ich bin voll damit zufrieden. Für so kleine Live-Auftritte ist das optimal. Dann haben wir hier ein Jesper-Pult von Zero 88 für die Paarscheinwerfer. Dann die Steuerkonsole für die Scanner. Effekt-Track mit EQ. EQ für den Monitor und dann haben wir hier noch einen Monitor für das Jesper-Pult. Ist einfach zum Programmierer einfach.
Krieg ist vorbei. Ehrlich gesagt haben wir schon den nächsten Tag. Ich hatte heute Nacht ehrlich gesagt keine Lust mehr, noch ein Outro zu machen. Es war schon ziemlich spät. Ja, es war sehr erfolgreich. Es waren viele Leute da. Sie hatten Spaß, sie hatten Fun. Ja, und ich denke, irgendwann wird es eine Wiederholung geben. Ich hoffe, ich habe euch etwas zeigen können und ihr hattet Spaß dabei. Und jetzt gibt es nur noch eins zu sagen. Practice and enjoy!